Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon, die gelbe Edition. Im letzten Part haben wir Misty besiegt und haben dadurch unseren zweiten Orden erhalten. Außerdem sind wir hier in Orania City angekommen. Im letzten Part haben wir unser Bisasam, also unser Sui, erhalten. Das habe ich ein bisschen trainiert. Hat nun Level 24, kann nun Tackle, Giftbude, Egelsam und Rankenhieb. Ja, und als erstes will ich hier ein paar Dinge in Orania City erledigen. Einfach nur vollständigkeitshalber. In dem Haus kriegen wir eine Angel von dem Typ. Ich bin ein Profi-Angler, ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja. Nein. Du hast keinen Platz für mein Geschenk. Wie jetzt? Okay, gleich mal ein Fail am Anfang. Ich muss halt ein bisschen was ablegen. Lalala. C von Lambo. Das brauchen wir dann alles nicht. Elixfusik können wir mal ablegen. Das brauchen wir auf der Sinnoh-Insel. Nugget werden wir verkaufen. Bootsee brauchen wir. Ja, die ganzen TMs. Das machen wir dabei. Ja, was gibt's zu erzählen? Gestern, also am Freitag. Ja, klasse. Du bist mir sympathisch. Hier nimm diese Angel für Geschenk und geangeln. Lambo hält Angel. Ja, bla 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 bla. Gut, jetzt haben wir eine Angel. Die bringt zwar wenig, weil man kann nur Carbadors fangen. Und ich will ja jetzt keins haben in dem Let's Play. Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten. Das ist der Pokémon Fanclub. Pikachu ist wieder awesome. Total verliebt. Was ist das? Muss ein Pipi sein, oder? Richtig. So, hier oben der Typ. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Wow, ich bin sehr kleinlich. Wenn es um Pokémon geht, also bist du hergekommen und hättest über meine Pokémon zu hören? Ja. Ja, jetzt labert er schon über sein Galoppa und bla 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 bla. Auf jeden Fall gestern am Freitag auf YouTube unterwegs und dann hat The Cornel EP hat ein Video gepostet. Und zwar, sein Grabber war ja kaputt, ist ja kaputt gegangen. Jetzt kann ich natürlich wieder kein Item aufnehmen, ich krieg die Krise. Ja, was hauen wir jetzt am besten weg? Flugzeug, Kabel Plus haben wir weg. Okay, warum kann man jetzt Emero kein Bild? Es gibt keine Antwort. Okay, Emmy, du hast Pech gehabt, dann kriegt es eben unser Sozi. Ja, jetzt nochmal, bla 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 bla. Also Freitag, Cornel LP hat ein Video gemacht, über das er eben wieder mal MKW fährt, also Mario Kart Wii Online. Und mein Wii, ich bin noch nie mit einer Wii online gefahren. Ich habe auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr halbwegs gut gezockt. Also, wenn ich gezockt habe, war es immer, wenn am Samstag Kumpel vorbeikommen ist. Alle 32 Kurse eben auf 150 und auf Spiegel. Da waren wir 3 Stunden lang meistens beschäftigt. Das heißt, haben wir einen Fahrradcoupon erhalten. Pikachu, komm mit, danke. Ja, dann haben wir eben da immer so gezockt und das war halt nur Gaudi-mäßig, also nix mit Driften und professionell und bla bla bla. Und jetzt habe ich eben dann die Wii stand im Keller und mein PC steht oben, also im Erdgeschoss. Im Keller ist halt Partyraum und so ein Scheiß. Und dann habe ich mir gedacht, okay, scheiße, ich will jetzt endlich mal MKW online fahren. Das habe ich noch nie gemacht, also mal wie habe ich noch nie online gehabt. Und dann ging es los. Willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du ein Ticket? Hier ein Bootsticket. Groß, ey, willkommen auf der MSN. So, und hier sind wir bei der MSN. Da rechts ist ein Laster. Den werde ich, glaube nicht zeigen, weil ja, jeder kennt den, jeder kennt das Gerücht, dass es da Mew gibt und bla bla bla, aber es ist eigentlich nur ein Laster und fertig. So, also haben wir die ganzen Kabinen abklappern. Tun wir mal unsere Suite nach vorne. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gestern Nachmittag um 2 habe ich glaube angefangen.
habe ich dann mein Wii ins Wohnzimmer umgebaut. Ja, da steht der nächstgrößere Fernseher. Und da habe ich versucht, das Ding online zum Fake zu machen. Ey, ich bin verzweifelt. Über 2 Stunden habe ich gebraucht, dass ich online habe spielen können. Weil das Problem bei mir ist, mein Internet ist versteckt. Also, ich kann meinen Router nicht anwählen, weil der ist versteckt. Sicherheitsgründe, der ist abgesichert ohne Ende. Und deswegen habe ich den nicht gefunden. Das heißt, ich habe das alles über SSID-Coden machen müssen und bla 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 bla. Das hat ewig gedauert. Jetzt dachte ich, bring's nicht mehr zusammen. Irgendwann um 4:30 habe ich es dann geschafft gehabt. Und dann gab es noch ein Problem, ich kann nicht fahren. Also ich kann schon fahren, aber nicht so gut. Da habe ich mir nur schnell ein neues Profil angelegt. Ja, da habe ich eben keinen Fahrer gehabt. Das heißt, ich habe erstmal halbwegs irgendwas freischalten können, dass ich damit fahren kann. Und dann habe ich es geschafft. Hey, Sui entwickelt sich. Yay, unser Visasam entwickelt sich. Es wird zu einem Visagnosp. Juhu. Ja, dann habe ich sie eben fertig gebracht und dann am Abend 20:30 Uhr hat der Kornel, also der Kornel, meint, soll man da sein. Ich war da, bin auch gleich in den Raum reingekommen. Und naja, ich bin schon seit 3 Jahren nicht mehr so richtig mit Driften gefahren. Ich habe zwar 2-3 Stunden vorher geübt, aber es kam so, wie es kommen musste. Es war eigentlich relativ schlecht, was ich gefahren habe. Im ersten Grand Prix war sogar noch der Waller Wizard dabei, also der Waller Wizard LP. Und ich habe ihn besiegt und das war richtig awesome. Also ich habe mir gedacht, okay, Wallo, der wird mir jetzt in groben Boden fahren. Aber ich war dann punktgleich mit ihm und aufgrund von diversen Plätzen und bla 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 war ich auf jeden Fall dann vorhin auf meinem Bildschirm zumindest. Das war richtig geil. Ja, das hat mich gefreut. Aber der erste Grand Prix war auch der beste von mir. Beim zweiten ging dann das richtige Fail los, weil da kamen dann lauter Strecken dran, Regenbogen Boulevard und die ganze Scheiße, wo ich halt wirklich gefailt habe ohne Ende. Weil ich habe nur gehofft, es kommt kein Regenbogen, es kommt kein DK Bergland und es kommt kein Dschungelpark dran. Und genau die 3 kamen in dem Grand Prix dran. Da ging es dann richtig abwärts. Ja, nur kurz was erklären, und zwar unser Nidorino, also unser DK, den werde ich jetzt vorerst mal nicht trainieren, weil der soll auf Level 22 bleiben. Wenn wir Major Bob besiegt haben, kriegen wir den Zerschneider und ja, dann können wir den Zerschneider da einsetzen. Den Zerschneider kriegen wir vom Captain hier. Und er lernt ja auf 23, lernt ja ein Nido King Fuchtler und deswegen will ich das nun auszögern, bis ich eben Mondstein habe und ich weiß, wo man den herkriegt, aber dazu brauche ich den Zerschneider. Ja, das heißt, dann fangen wir mal mit Pikachu an. Ich reise immer gerne mit einem Knuddel auf. Knuddel. Nein, der will nicht kämpfen. Ja, auf jeden Fall sind wir 3 Grand Prix gefahren. War sehr geil. Also ich bin zwar am, ich hab zwar die Wii online fähig gemacht und bin dann noch ein bisschen online gefahren, damit ich halbwegs irgendwie wieder reinkomme in das ganze Geschehen. Aber was in dem Raum abging, das war ja hammerhart. Also das kann man nicht vergleichen mit irgendwas. Wenn man die Videos dann auf YouTube anschaut, dann sieht es immer so aus. Ja, okay, der fährt halt ein bisschen, kriegt ein paar Dinge, ein paar Blueshells ab und was weiß ich alles. Aber hey, da ging es rund in dem Raum. Ich dachte, die kommt immer klar. Wirklich sehr geil. Sehr, sehr geil. Hab jetzt vergessen, auf die Uhr zu schauen. Ja, yep, scheiße. Ja gut, ich schätze mal, jetzt sind wir bei 8 Minuten könnten wir jetzt sein. Ja egal, machen wir einfach jetzt 8 Minuten, das heißt wir machen nur ein paar Minuten. Ja, auf jeden Fall, gestern 3 Grand Prix mit The Cornel gefahren. Sehr geil. Hoffentlich macht er es öfters. Wird er auch wahrscheinlich öfters machen. Und das war einfach nur geil. Gefehle ohne Ende und bla bla bla, aber ich liebe Mario Kart Wii und zum Beispiel online, das ist wirklich eine Erfahrung, Wahnsinn. Ja, die Parts sind, wenn ihr das Video heute seht,
sind die noch nicht oben. Ich weiß nicht, wann er die hochlädt. Ich hoffe bald. Ich brauche was zum Lachen. Von den 12 Rennen, wo ich gegen ihn gefahren bin, war ich ein einziges Mal vor ihm. Also es steht 11 zu 1 im internen Duell. Das ist relativ schlecht. Aber ich versuche mich zu bessern. Ich werde jetzt in der Woche einiges ein bisschen üben. Damit ich nicht so abkacke beim nächsten Mal. Vielleicht gelingt es mir. TM08. Ja, mit die TMs, die würden wir jetzt dann auch demnächst mal raushauen. Ich bin ein bisschen Geheimagent, bla bla bla. Die TMs werden wir jetzt auch dann bald mal raushauen. Und dieses Pokémon hat ein bisschen ein paar vergeben. So, hier ist die Küche. Da unten gab es noch ein Item. Superball. Oh, komm, okay, wir hauen die Items jetzt am besten gleich mal raus. Zumindest so ein paar. Body Slam. Wer kann das heißt lernen? Jeder. Da würde ich eigentlich nicht gern vergeben. Angel. Nein, ich wollte jetzt. Ich schmeiß mir es am besten weg. Fluchtseil, Sondermover, Paraheiler. Ja, das ist jetzt doof. Das machen wir jetzt am besten so. Ja, egal. Machen wir weiter. Schalt auf den Superball. Den hol ich ja dann später mal offline. Ja, Cornel LP auf jeden Fall sehr gut. Sehr guter Let's Player. Hat mir sehr gefallen, wie es gestern dazu ging. Warum will hier eigentlich keiner kämpfen? Ein Relaxo, ja, auf das werden wir auch noch treffen. Ich weiß nicht, ob ich eins fangen soll. Glaube eher mal nicht. So, jetzt geht's wieder rund. Ja, Cornel LP auf jeden Fall sehr, sehr geiler Let's Player. Der macht so awesome Let's Plays. Ja, die Wii ist online. Wenn ihr auch Mario Kart Wii zockt online, könnt ihr mich ja mal anschreiben wegen dem Freundschaftscode. Halt nichts dagegen. Ich werde es zwar jetzt nicht Let's Playen, weil ich habe nur keine Ahnung. Oh, Donnerblitz, sehr geil. Weil ich habe nur keine Ahnung, wie so Konsolen hier aufnehmen. Das nehmen wir weg. Donnerwelle, Ruckzuck, Donnerschock. Ja, Donnerschock geht weg. Und dann Donnerblitz. Ja, wir können mich ja mal anschauen. Dann können wir mal einen Termin ausmachen, wo wir halt ein bisschen fahren oder. Ja, machen wir es so. Wenn irgendeiner hier Mario Kart Wii zockt. So, jetzt müsst ihr wissen, wie viele Minuten wir schon haben. Ich schätze mal auf 10 ungefähr. Also machen wir nur 5 Stück. Ja, im letzten Part, das war Part 7, da habe ich ja angekündigt, was mein nächstes Projekt wird. Also mein zweites, das was jetzt dann kommt. Schaut rein. Ich werde es zwar jetzt auch euch hier verraten, was es sein wird. Und zwar FIFA 13. Ja, jetzt würden viele sagen, oh Gott, FIFA 13. Jedes Mal das gleiche. FIFA 0, 9, FIFA 10, FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13. Überall Fußball, immer das gleiche. Aber ich finde es geil. Ich liebe FIFA. Und ja, ich werde das Let's Playen. Am 27. September kommt es raus. Und werde ich sofort heimgehen. Nein, na, Finale. Komm, belebtes Sozi. Sozi ist ein nützliches Pokémon. Jawohl, du bist sehr nützlich. Okay, hat das jetzt dazu den Stahltyp? Glaube nicht. Und ich weiß nicht. Werden wir gleich sehen? Nein, das hat ihn noch nicht. Oh, jetzt sieht es schlecht aus um unser Sozi. Ja, da setzen wir jetzt einfach mal unser Fangei. Ja, auf jeden Fall, ich werde heimkommen. Am 27. September wird FIFA 12 Forfeit auf meinem Schreibtisch. Und dann werde ich sofort reinschmeißen in den PC und werde zocken ohne Ende. Sofort aufnehmen und damit ihr euer Part kriegt. Ja, FIFA 13. Ich habe gerade ein Video gesehen, wo Gronk und Saraza FIFA 13 spielen. Die haben so eine Beta-Version oder was weiß ich, was sie von den Versionen gekriegt haben. Kannst keine weiteren Items tragen. Schade. Will jemand kämpfen? Nein, natürlich nicht. Ja, bla bla bla. So, hier geht's weiter. Und ja,
FIFA 30, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, sehr drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Wie es ablaufen wird, ja, ich werde einen Manager-Modus machen. Und... Grazie. Und ja, da müssen wir mal schauen, welches Team ich nehme. Ich werde ein deutsches Team nehmen, also ihr werdet die Bundesliga bei mir sehen können. Vielleicht werde ich auch nicht die virtuelle Saison da machen, wie sie schon angepriesen haben, so hoch. Virtuelle Bundesliga-Saison. Und auf jeden Fall besteht auch die Möglichkeit, oder ich will es auf jeden Fall machen, dass ihr auch gegen mich spielen könnt. Also ihr Abonnenten da draußen. Jeder von euch ist angesprochen. Du. Und ihr müsst mir einfach nur schreiben, wie es hier dann da heißen wird. Und dann werde ich euch finden und dann können wir mal ein paar Partien spielen. Die werde ich auch aufnehmen. Zumindest versuche ich es aufzunehmen. Und dann wird das richtig geil. So, jetzt dürften wir so langsam die 15 Minuten haben. Das heißt, ich mache den Raum hier nur fertig. Jetzt hieß sein Hut. Ich mache den Raum nur fertig, dann werde ich kurz heilen gehen. Werde bis ich meine Items aufräumen gehen, also die ganzen TMs alles ablegen. Die werden wir halt dann vor der Pokémon Liga oder irgendwann später, werde ich die dann alle vergeben. Also wenn die Pokémon mal ein höheres Level erreicht haben. Ja! Das Bummeluft wird jetzt schon noch klein kriegen. Oh! Nee, er schafft schon. Gut, Sozi. Ja, auf jeden Fall dann im nächsten Part. Weiter geht's hier auf der MSN. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen hoch geben. Wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, irgendwie was anmerken wollt oder was weiß ich auch immer, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr auf keinen Fall den nächsten Part von Let's Play Pokémon, die gelbe Edition, verpassen wollt, oder auch das FIFA Let's Play, das bald starten wird, ja, es ist in, wenn ihr das Video seht, es ist in 18 Tagen, dann abonniert mich doch, wenn ihr Bock habt. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!